In ProClub füllt ihr mit eurem Spieler immer nur eine einzige Position aus. Immer auf den Ball rennen ist also eine schlechte Idee, denn dann verliert euer Team definitiv. Gerade in der Verteidigung heißt es hinten bleiben und abwarten. Und da sich das gänzlich anders spielt als das normale FIFA, geben wir euch heute ein paar Einsteigertipps für die Defense. Eine Abwehr gewinnt Meisterschaften und entsprechend macht der Reiz der Verteidigung die Verhinderung von Torchancen aus. Dort ist ein kühler Kopf und abwartende Ruhe gefordert. Linie halten. Als Innenverteidiger solltet ihr immer eine Linie mit eurem Mitspieler bilden. So könnt ihr Stürmer schnell ins Abseits zwingen. Außerdem wagt ihr euch allerhöchstens bis zur Mittellinie vor. Übrigens ein guter Einsteigertipp: drückt ihr die linke Schultertaste, läuft euer Spieler automatisch dahin, wo FIFA glaubt, dass ihr stehen solltet. Perfekt also, um eine Linie zu halten. Als Außenverteidiger könnt ihr, natürlich je nach System, ein wenig offensiver spielen. Wichtig ist auch, dass ihr immer langsam zurückweicht, wenn der Gegner den Ball hat. Und damit kommen wir auch schon zu den Räumen. Als Verteidiger, egal ob außen oder innen, habt ihr immer eine Box, die eure Verantwortlichkeit ist. Hinten lässt sich die Verteidigung in 4 Abschnitte einteilen. Ihr solltet immer einen gewissen Mindestabstand zu euren Mitspielern halten und gemeinschaftlich eure Abwehrkette über das Feld in Relation zum Ball verschieben. Aber achtet nicht nur auf eure Defense-Kollegen, auch der Anschluss zu den Mittelfeldspielern sollte gehalten werden, denn was nicht passieren darf, ist, dass die Löcher zu groß werden und ein Stürmer durchbrechen kann. Abschirmen. Versucht viel mit der Abschirmen-Taste zu arbeiten und nicht wie blöd auf die Zweikampftaste zu hämmern. Geht er nämlich schief, ist der Gegner durch und zwischen ihm und einem Tor steht nur noch der Torhüter. Macht die Wege zu, drückt Abschirmen und antizipiert, was der Stürmer plant. Bonus. Es lohnt sich, die Kamera in euren Einstellungen so anzupassen, dass ihr möglichst viel vom Feld seht. Mit nur einem Tastendruck könnt ihr im Spiel das Geschehen wieder nah ranholen und auf euren Pro zentrieren. Das geht auf der PlayStation 4 mit dem Touchpad und auf der Xbox One mit der Ansichtstaste. In der Abwehr seid ihr genau dann richtig, wenn ihr die Stütze eurer Mannschaft sein wollt und es euch Spaß macht, heißblütigen Stürmern ihre Grenzen aufzuzeigen. Denn egal wie viele Tore die vorne schießen, ihr sorgt hinten dafür, dass eure Mannschaft das Spiel auch gewinnt.